Nimm deine Tasche. Wollen Sie Ihre Schachtel vielleicht einfach mal wieder aufheben zwischendurch? Nein, das brauchen Sie nicht tun. Das brauchen Sie nicht tun. Dankeschön. Danke. Bitte. Herr Wallner, kommen Sie bitte nach vorn. So, fang. Sie wissen, dass Sie als Zeuge hier die Wahrheit sagen müssen. Wenn Sie was Falsches sagen, machen Sie sich strafbar. Vorsorglich belehre ich Sie 55 StPO. Sie müssen auf Einzelfragen nicht antworten, wenn Sie sich selbst belasten könnten. Ja. Sie heißen Tom Wallner, 26 Jahre alt. Sie wohnen in Hannover. Sie sind ledig, Maschinenbaustudent, verwandt, verschwägert mit dem Angeklagten. Nein, bin ich nicht. Ich habe ihn an besagten Abend zum ersten Mal gesehen auf Schloss Bartram. Der besagte Abend war ja der Abend des 26. März 2011. Da soll der Angeklagte seine schwangere, naja, Freundin kann man nicht sagen, jedenfalls die Frau Zarski da, eine Treppe hinuntergestoßen haben auf dem Schloss Barton. Da war ja eine Geburtstagsparty und da haben Sie beim Catering-Service gearbeitet, richtig? Das ist völlig korrekt, ja. Es war, den haben Sie geleitet, glaube ich sogar. Den habe ich geleitet, ja. Es war eine relativ große Veranstaltung, es waren viele Leute dort und dementsprechend viel hatten wir zu tun. Und ich habe eigentlich nonstop von 15 Uhr bis 1:30 Uhr ungefähr durchgearbeitet. Ja. Haben Sie während der gesamten Zeit was davon mitbekommen, dass der Angeklagte sich mit der Nicole Zarske unterhalten hätte? Nö, habe ich nicht, nein. Haben Sie den Angeklagten überhaupt mal gesehen, so öfter an dem Abend noch? Nein. Wo waren Sie dann um 1:30 Uhr? Gegen 1:30 Uhr hab ich mich hingesetzt und habe zusammengetragen, was so verbraucht wurde den Tag über, also Speisen, Getränke etc. Wo haben Sie das gemacht? Wo? Im Erdgeschoss, da gibt es so einen kleinen Büroraum direkt neben den Toiletten. Genau, gegen 1:30 Uhr. Haben Sie da Geräusche aus der Toilette gehört? Nein, ich würde behaupten, dass ich der Letzte war, der die Toilette benutzt hat. Alles, was ich dann gehört habe, war logischerweise die Spülung, der Wasserkasten, der wieder das Wasser gezogen hat. Und das war's dann auch. Nein, danach nichts mehr. Das heißt also, lange vor und lange nach 1:30 Uhr war niemand auf Toilette? Ne, war niemand. Das hätte ich gehört, allein anhand der Tür. Herr Jegen, Sie behaupten, Sie waren auf dem Klo gegen 1:30 Uhr, um sich zu übergeben. Wie passt das zusammen? Erklären Sie es mir. Ich habe mich übergeben. Das kann überhaupt nicht sein. Also die ganzen Räumlichkeiten dort, die sind so hellhörig. Und wenn sich jemand übergibt, dann hört man das ja für gewöhnlich. Ne? Ja, sehe ich ganz genau. Ich habe mich vor Ort umgesehen, besser gesagt umgehört. Das sind dünne Wände. Das ist absolut hellhörig. Herr Jegen, hören Sie mir einfach mal zu. Hellhörig, ja? Das heißt, der Zeuge sagte die Wahrheit. Er hätte es gehört, wenn jemand da war. Er hat es nicht gehört und deswegen haben Sie sich da auch nicht übergeben. Und nur das, nur diese Tatsache passt damit zusammen, dass Ihre Frau, die es sofort gerochen hätte, nichts von Erbrochenem gerochen hatte, als Sie da bei ihr aufgetaucht sind. Ich kann nur sagen, dass ich mich übergeben habe. Und der Zeuge behauptet das doch nur, damit er selbst fein aus der Sache raus ist. Moment, was habe ich jetzt mit der Sache zu tun? Ich habe dort gearbeitet und außer ihr kenne ich niemanden dieser ganzen Gestalten persönlich. Aber Nicole Zarske kennen Sie mehr, als Ihnen lieb ist. Frau Zarske kenne ich in der Tat durch eine sehr unglückliche Geschichte aus der Vergangenheit, ja? Nicht unglücklich, eine ganz dumme Geschichte, um es auf den Punkt zu bringen. Es geht um Ihren Vater. Er war der betreuende Professor von Nicole Zarske, bis sie ihn wegen sexueller Nötigung angezeigt hat. Ach, den Scheiß, den hat sie sich doch selbst ausgedacht. Allein nur, um ihm eins reinzuhauen, weil er ihr keine Tipps für irgendeine anstehende Klausur geben wollte. Punkt. Jetzt hören Sie doch mal auf, sich hier irgendwas schön zu reden. Ihr Vater hat mich damals wirklich sexuell genötigt. Er hat mir sogar die Bluse zerrissen. Mann, ich möchte jetzt auch gar nicht mehr darüber reden, sonst rege ich mich nur auf und es tut meinem Kind überhaupt nicht gut. Sie? Das war damals eine wirklich miese Zeit für mich. Sie lügen heute noch genauso schlecht wie damals, das sage ich Ihnen. Im Lügen und Betrügen, da ist sie ganz groß. Ja, das sagt der Richtige. Ja, aber Sie scheinen immer noch sehr wütend deswegen zu sein. Ja, natürlich bin ich wütend, es ist ja auch völlig legitim. Mein Vater ist an diesen Anschuldigungen geradezu zerbrochen. Er hat angefangen zu saufen, meine Mutter hat ihn verlassen. Bitte, das sind Gründe, oder nicht? War das eigentlich das erste Mal, dass Sie Frau Zarske wieder gesehen haben seit diesem Vorfall vor 1,5 Jahren? Ja, das war das erste Mal, ja. Ja. Und wie ist es Ihnen dabei ergangen? Toll war es natürlich nicht, oder? Ich war ziemlich baff, ehrlich gesagt. Ich habe nicht damit gerechnet, dass sie dort auftaucht. Aber ich habe das Catering geleitet und dementsprechend habe ich versucht, diese ganze Wut zu schlucken und Abstand zu halten, ihr aus dem Weg zu gehen. Also Sie haben versucht, an dem Abend ihr aus dem Weg zu gehen. Stimmt das, Frau Zarske? Ja, wir haben an diesem Abend überhaupt keinen Kontakt gehabt, außer den Augenkontakt am Anfang, aber das war's. Ja, und dieser Augenkontakt hat auch gereicht, um auf Distanz zu gehen, das kann ich mir glauben. Ich habe damals nur das getan, was ich für das Richtige gehalten habe. Einen Scheiß hast du getan! Du hast das Leben meines Vaters versaut, weißt du? Der ist völlig am Ende, der säuft Tag und Nacht. Meine Mutter hat ihn verlassen, wie schon gesagt. Weißt du, wie scheiße das für mich ist, zuzugucken, wie sich so ein Mann zugrunde säuft? Das war mein angesehener Professor an der Uni und heute ist es nichts mehr. Verstehst du das?
Und sehen Sie, Herr Wallner, Sie sind verbittert und immer noch sehr wütend wegen dieser Situation. Und deswegen glaube ich Ihnen nicht, dass Sie an jenem Abend so entspannt und professionell mit dieser Situation umgegangen sind. Im Gegenteil, es hat gebrodelt in Ihnen. Woher wollen Sie eigentlich wissen, wie es in mir ausgesehen hat? Hä? Und als Sie gesehen haben, dass Nicole Zarske alleine zur Terrasse gegangen ist, da haben Sie die Gelegenheit genutzt und haben Sie die Treppe heruntergestoßen, um sich für Ihren Vater zu rächen. Nee, sowas würde ich nicht machen. Nein, nicht meine Wohnung. Wenn Sie hier jemanden mal befragen wollen, wie wär's denn mit ihr, die scheinheilige Blinde? Ich meine, immerhin wurde sie von ihm und ihr hintergangen. Ich meine, das stand überall in der Zeitung, man konnte schwarz auf weiß lesen. Ja, falls es Ihnen entgangen sein sollte, ich bin blind. Ja. Wie hätte ich Nicole da verfolgen und stoßen können? Ja, blind, naja. Was meinen Sie damit? Also vorhin auf der Toilette, sie kam raus und hat den Lichtschalter ausgedrückt. Also, wenn ich blind bin, erstens brauche ich kein Licht auf der Toilette oder sonst wo. Und zweitens, woher weiß ich überhaupt, ob das Licht an und aus ist? Richtig. Natürlich habe ich das nicht gewusst. Das ist ein Reflex. Aber Frau Jegen, sowas funktioniert eigentlich nur in Räumen, in denen man sich gut auskennt und auch weiß, wo der Lichtschalter ist. Jetzt frage ich mich schon, woher Sie wissen, wo auf der Gerichtstoilette der Lichtschalter ist. Ich habe halt instinktiv die richtige Stelle gefunden. Ach, instinktiv? Die sind doch alle meistens auf der gleichen Höhe. Instinktiv? Sie haben zielgerichtet mit Ihrer Hand, ich habe es doch gesehen, mit Ihrer Hand auf den Schalter gedrückt. Ich bin und blind. Diesen scheinheiligen Blindenstock, der ist doch auch nur Zierde, oder? Den haben Sie nämlich auch erst benutzt, nachdem Sie schon aus der Toilette draußen waren. Also bitte. Ich bin blind und damit Schluss. Ein halbes Dutzend Ärzte hat mir das auch bescheinigt. Und damit ist die Diskussion für mich beendet. Ja, für mich auch. Wenn Sie auch keine Fragen mehr haben, dann bleiben Sie unvereidigt. Auch die Frau Jegen bleibt unvereidigt. Konstanze Otte, bitte. Sie dürfen hinten Platz nehmen. Da. Frau Otte, guten Tag. Nehmen Sie mal bitte Ihren Platz. Sie wissen, dass man als Zeuge vor Gericht natürlich die Wahrheit sagen muss. Wer was Falsches sagt, macht sich strafbar. Ja. Sie heißen Konstanze Otte, 51 Jahre alt. Sie wohnen in Hannover, verheiratete Hausfrau. Und Sie sind die Schwiegermutter des Angeklagten. Als Schwiegermutter müssen Sie nicht aussagen, wenn Sie nicht wollen. Doch, ich will aussagen. Sie wissen, es geht heute darum zu klären, ob Ihr Schwiegersohn, die schwangere Nicole Zarske, an dem Abend, an dem Ihr Mann den 50. Geburtstag auf diesem Schloss Barton feierte, eine Treppe hinuntergestoßen hat, um Sie und Ihr ungeborenes Kind zu töten. Ja, wie gesagt, Ihr Mann hat da Geburtstag gefeiert, den 50. Ja, das stimmt. Und natürlich war ich auch mit auf dieser Feier. Ja, und Christoph und diese Nicole, die habe ich zweimal an diesem Abend gesehen, genau. Die standen zusammen und haben sich miteinander unterhalten. Haben Sie was davon verstehen können, worum es in den Gesprächen ging? Nein, und ehrlich gesagt, ich habe auch nicht wirklich darauf geachtet. Ich hatte ja keine Ahnung, dass die beiden eine Affäre miteinander haben. Konstanze, es tut mir so leid. Wenn ich es rückgängig machen könnte... Halt du doch bloß deinen Mund. Die Nicole, die war wenigstens Single, als sie sich mit dir eingelassen hat. Aber du bist ein verheirateter Mann. Du trägst Verantwortung für Romy. Für mich bist du das Allerletzte. Otte, das erste Gespräch der beiden, wann haben Sie das beobachtet? Ja, habe ich beobachtet. Wann? Wann? Das war so... 22 Uhr, es muss so gegen 22 Uhr gewesen sein. Mhm. Ich habe zwar nichts gehört, aber ich muss sagen, wie ein Gespräch unter Freunden sah das jetzt nicht gerade aus. Also der Christoph, der hat die Nicole da einfach stehen gelassen. Und Nicole, die hat sich dann ein Taschentuch aus der Tasche geholt und sich die Augen damit gewischt. Und dann hat sie noch über ihren Bauch gestreichelt. Und wann haben Sie die beiden dann zum zweiten Mal gesehen? Das zweite Mal, das war sehr spät. Ja, das war 20:20 muss es gewesen sein. Die beiden, die standen im Obergeschoss auf der großen Terrasse, genau. Und der Christoph, der fuchtelte ganz wild mit seinen Händen rum und gestikulierte und machte einen wirklich aggressiven Eindruck auf mich. Ja, und als er dann davongestapft ist, da bin ich dann zu Nicole. Und ich habe sie gefragt, ob alles in Ordnung ist und ob ich ihr irgendwie helfen kann. Aber sie hat mich nur beruhigt und meinte dann, dass sie nicht mit mir darüber reden will. Jetzt weißt du auch, wieso. Tja, wirklich. Nicole konnte mir ja schlecht sagen, dass sie eine Affäre mit deinem Mann hat. Und dass Christoph auch noch der Vater ihrer Tochter ist. Ich bin nicht der Vater. Setzen Sie sich jetzt bitte. Jetzt hört mir mal alle zu. Nicole hat einen Moment von Schwäche bei mir ausgenutzt. Ich war fertig wegen der Blindheit, der schwierige Alltag mit Romy. Und sie hat das schamlos ausgenutzt. Ich konnte gar nichts machen gegen ihre Annäherungsversuche. Hinsetzen.
Romy, bitte. Ich weiß, du willst nicht mit mir reden, aber hör mir zu. Ich habe wirklich Mist gebaut damals, aber ich habe an die Sache geglaubt und ich stehe dazu und ich übernehme auch die Verantwortung. Verantwortung zu übernehmen würde vor allem Ihnen mal recht gut stehen, Herr Jegen, wenn Sie mir zuhören wollen. Romy, glaub dieser Hexe kein Wort. Ich war das Opfer, ich konnte wirklich nichts dafür. Sag mal, hörst du dich selbst reden? Du winselst hier wie ein verstoßenes Hündchen, das von allen Seiten getreten wird. Weißt du, was du bist? Du bist einfach nur feige. Ach so, und wieso? Weil du die ganze Zeit so tust, als wärst du völlig passiv an der Affäre beteiligt gewesen. Nicht einmal aktiv geworden dabei. Ja, genau so war es ja auch. Für wie blöd hältst du mich eigentlich? Dann schau dir doch mal die Fotos auf deinem Handy an. Welche Fotos? Welche Fotos meinen Sie? Die Fotos, die du während beim Sex mit Nicole von euch gemacht hast. Hat sich der Auslöser von selbst ausgelöst? Oder bist du Opfer deines Apparats geworden? Also ich habe keine solchen Fotos gemacht. Doch, ich... Ich habe sie gesehen auf deinem Handy. Das liegt ja noch zu Hause. Wie? Was? Rum? Du hast die Fotos gesehen? Mama, bitte sei mir nicht böse. Aber ich wollte prüfen, wie weit Christoph geht. Ich wollte es im wahrsten Sinne des Wortes mit eigenen Augen sehen. Also jetzt mal Klartext, das heißt, Sie sind nicht blind. Nicht mehr. Fantastisch. Ich habe alles genau gesehen, wie ihr euch Blicke zugeworfen habt. Wie ihr mit lautlosen Gesten kommuniziert habt, dass ihr gleich Sex miteinander haben werdet. Wie du Nicole sanft über die Wange gestrichen hast, wenn du an ihr vorübergegangen bist. All das, während ich auch im Raum war. Wie ist denn das überhaupt möglich, dass sie wieder sehen können? Bleiben wir doch mal dabei. Der Unfall hat tatsächlich eine Art Arterienverschluss verursacht. Aber der Verschluss hat nur bei kleinen Arterienästen vorgelegen. Das hat sich mit der Zeit wieder von selbst gelöst. Ich muss gestehen, ich habe das auch nicht ganz verstanden, was der Arzt mir da gesagt hat. Aber mir war das egal. Für mich war wichtig, dass ich mein Augenlicht wieder bekommen habe. Aber Romy, Kind, wirklich, deinem Vater und mir, hättest du das wirklich viel früher erzählen müssen. Ich weiß, aber ich wollte mir diese Scharade von Nicole und Christoph nicht entgehen lassen. Ich wollte sehen, wie weit sie gehen. Deswegen habe ich nichts gesagt. Außerdem wollte ich euch nicht die Möglichkeit geben, dass ihr euch verplappert. Tut mir leid, dass ich euch so lange nichts gesagt habe. Schatz, und wenn das alles weiß, was Sie jetzt sagen, dann konnten Sie ja zur Tatzeit auch schon wiedersehen. Und dann ist es auch nicht ausgeschlossen, dass Sie, Frau Zarske, die Treppe hinuntergestoßen haben. Und damit ist es auch Zeit, Sie zu belehren. 55 StPO, Sie müssen ab jetzt auch Fragen nicht mehr beantworten, wenn Sie Gefahr laufen, dass Sie selber in Verdacht geraten hier. Wenn ich jemanden gestoßen hätte, dann mein Mann. Und sicherlich nicht Nicole. Wie kannst du denn sowas sagen? Ich habe auch einen Beweis dafür, dass es Christoph gewesen ist. Das hier. Das ist das Stück Stoff, das für Nicoles Kleid abgerissen wurde, als er sie gestoßen hat. Er hat sicherlich mit seinen Schuhen da drauf gestanden. Da ist noch eine leicht verschmutzte Stelle. Wo haben Sie das her? Christoph hat es an den Abend ins Zimmer gebracht, weil er das Beweisstück wahrscheinlich vernichten wollte. Er hat ja nicht gewusst, dass ich alles sehen konnte. Er hat es in den Mülleimer geworfen und da habe ich es wieder rausgeholt. Ja, das ist es. Das ist wirklich das Stück Stoff von meinem Kleid. Naja, aber das ist bei Weitem kein Beweis, dass es der Angeklagte war. Gerade wenn Sie es haben. Bringen Sie mir das bitte mal. Und ich frage mich natürlich auch, wieso haben Sie das alles bis jetzt verschwiegen, wenn das so gewesen sein sollte? Dann hätte ich ja meine Tarnung aufgeben müssen. Wenn ich mal ganz kurz haben darf, Herr Vorsitzender, ein Stück Stoff. Also ich denke, wir brauchen da keinen Sachverständigen, um festzustellen, dass es schon mal der gleiche Stoff ist. Der ist ja auffällig genug. Aber wenn man sich jetzt noch mal die Stelle anschaut, die ich vorhin ja schon mal gezeigt habe, dann wird man sehen, dass dieses Stück Stoff wohl ziemlich sicher, schauen Sie mal her, das fehlende Stück Stoff ist, das sich hier ganz wunderbar einfügt. Also ich denke, das schaffen wir ohne Sachverständigen. Interessant ist auch die erwähnte Schmutzspur. Die kann man hier auch tatsächlich ganz deutlich erkennen. Wird auch nicht reichen für ein spurentechnisches Gutachten, weil dafür ist die Spur zu schwach. Aber es ist eine sehr große Spur. Man wird wohl sagen können, dass die von einem eher Herrenschuh als von einem Damenschuh kommen dürfte. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Und dieses Stück des Kleides hätte die nun plötzlich nicht mehr blinde Zeugin Jegen ebenfalls an sich nehmen können, Herr Staatsanwalt, nachdem sie die Geliebte ihres Ehemannes die Treppe runtergestoßen hat. Wofür sie im Übrigen auch ein treffliches Motiv gehabt hat. Ja, alles war ein Problem nur, das haben Sie jetzt in dem Eifer übersehen, Frau Verteidigerin, Sie hatten ein Alibi. Ein wasserdichtes Alibi, sie lag auf ihrem Zimmer im Hotel, hatte gerade zur Tatzeit Wasser bestellt. Ein Zimmermädchen kann bestätigen, dass sie zur Tatzeit das Wasser vorbeigebracht hat. Was sagen Sie denn dazu? Ich möchte dazu gar nichts sagen, ich bin unschuldig. Gut, weitere Fragen hier an die Zeugen. Keine Fragen, danke. Dann bleibt die Frau Otte genauso wie die Frau Jegen unvereidigt. Dankeschön, nehmen Sie mal bitte Platz. Auch die Frau Zarske haben wir weiterhin vernommen, auch die bleibt unvereidigt. Wir haben noch einen Bundeszentralregisterauszug des Angeklagten, der ist ohne Eintrag.
Irgendwelche weiteren Erklärungen? Keine, danke. Dann schließe ich die Beweisaufnahme, Herr Staatsanwalt, bitte. Das Gericht, Frau Verteidiger, die Justitia ist blind und das ist auch gut so. Das macht es leicht, ein gerechtes Urteil finden zu können. Die Ehefrau des Angeklagten ist nicht mehr blind und das hilft sicherlich sehr bei dem Finden dieses gerechten Urteils. Aber bitte der Reihe nach. Wir hatten da zunächst mal das ganz klare Motiv des Angeklagten, den Zigarettenrauch zur Tatzeit, den Zigarettenstummel mit ihrer DNA, Herr Jegen. Na, und wir haben die Zeugenaussage der Geschädigten, die ganz klar und nachvollziehbar sagt, dass der Angeklagte vorher seine Tat angekündigt habe und gedroht habe, hier ganz Böses zu tun. Und dann haben wir eben jetzt die Ehefrau, die wieder sehen kann, die Ehefrau des Angeklagten, die uns endlich klipp und klar auch sagen konnte, wo dieses Stück Stoff geblieben ist von dem Kleid, das abgerissen ist, als die Geschädigte brutal vom Angeklagten die Treppe runtergestoßen wurde. Der Angeklagte hat es mitgeschleppt. Der Angeklagte hat es mitgeschleppt aufs Hotelzimmer, ohne Furcht, seine Frau war ja blind. Und wer jetzt auf die Idee kommen mag, na ja, das kann sie alles jetzt erzählen, weil sie ja die Täterin ist, derjenige vergisst, dass die Ehefrau des Angeklagten ein wasserdichtes Alibi hat. Umso ärgerlicher, Herr Jegen, umso ärgerlicher ist Ihre Äußerung zum Schluss, ich bin unschuldig, mit einer anderen Äußerung, sprich mit einem Geständnis, hätten Sie heute hier punkten können, aber das wollten Sie wohl nicht. Zum Glück ist hier alles gut ausgegangen. Na, es sollte hier die Ex-Geliebte getötet werden, es sollte ungeborenes Leben getötet werden. Und damit sind wir hier ganz klar am oberen Rand dessen, was wir hier an Strafe verhängt bekommen können. Ich beantrage hier eine Freiheitsstrafe von 13 Jahren. Vielen Dank. Danke, Herr Staatsanwalt, Frau Verteidigerin. Hohes Gericht, Herr Staatsanwalt, blind oder nicht blind, das ist hier nicht die Frage. Die Frage ist, wer hat hier die Wahrheit gesagt? Und da fange ich mit Ihnen an, Frau Zarske. Ich glaube Ihnen nicht, was Sie uns erzählen. Ich weiß aber genau, dass Sie aufgrund Ihrer intriganten Art zumindest drei Personen ein Tatmotiv geliefert haben. Wovon aber eine, die Zeugin Jegin, als Täterin ausscheidet, weil sie wirklich die Einzige ist, die ein Alibi hat. Aber übrig bleiben als Täter mein Mandant und der Zeuge Wallner. Beide haben die Gelegenheit gehabt und waren auch zur Tatzeit am Tatort. Keiner von beiden hat ein Alibi. Und kein weiteres Indiz spricht allein für meinen Mandanten als den Täter. Nicht die Zigarettenkippe, die unwiderlegbar von meinem Mandanten dort bereits 2 Stunden vor der Tat dort weggeworfen sein konnte. Und auch nicht dieses fehlende Stück am Kleid, welches die Zeugin Jegen zwar hier aus dem Ärmel geschüttelt hat, um ihren Ehemann zu belasten. Aber die Fußabdrücke oder sonstigen Spuren auf dem Kleid, die können wir doch gar nicht zuordnen. Wissen wir, ob sie nicht vielleicht Schuhabdrücke des Zeugen Wallner enthalten? Und daher meine ich, kann man hier nicht mit letzter Sicherheit sagen, dass mein Mandant hier die Tat begangen hat. Ich beantrage in dubio pro reo Freispruch. Danke, Frau Verteidigerin. Herr Jegen, Sie haben die Anträge nun gehört. Sie können sich selbst noch verteidigen. Sie haben noch das letzte Wort. Ich möchte nichts sagen. Dann zieht sich die Kammer zur Urteilsberatung zurück. Im Namen des Volkes verkünde ich folgendes Urteil. Der Angeklagte Christoph Jegen ist schuldig des versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und mit versuchtem Schwangerschaftsabbruch in einem besonders schweren Fall. Paragraphen 211, 218 Absatz 1 Absatz 2 Nummer 1, 223 Absatz 1, 224 Absatz 1 Nummer 5, 22, 23 und 52 Strafgesetzbuch. Er wird deshalb zu einer Freiheitsstrafe von 11 Jahren sowie zu den Kosten des Verfahrens verurteilt. Nehmen Sie bitte Platz. Im Gegensatz zu Frau Jegen ist Justitia wirklich blind. Das soll aber nicht heißen, dass Justitia die Augen vor den Fakten verschließt, sondern dass Justitia ohne Ansehen der Person urteilt. Und neben der Augenbinde wird Justitia meistens mit einer Waage und mit einem Schwert dargestellt. Und genau diese Waage soll sagen, Justitia urteilt nach sorgfältiger Abwägung der Sachlage. Und wir müssen hier ganz klar sagen, es gibt 3 Personen, die ein Motiv gehabt hätten. Die Romy Jegen, aber die war in ihrem Zimmer. Das hat ganz klar ein Zimmermädchen bestätigt, weil sie in dem Moment sich hat eine Flasche Wasser bringen lassen. Nebenbei, wäre sie die Täterin gewesen, hätte sie sich doch niemals als sehend geoutet, weil mit ihrer Blindheit wäre man nie auf sie als Täterin gekommen. Ja, und dann haben wir natürlich den Herrn Wallner. Der hatte sicher auch ein Motiv. Und es reicht ja auch einen Moment, mal kurz rauszugehen und jemanden die Treppe herunterzustoßen. Es ist auch nicht entscheidend, dass er keine Spuren hinterlassen hat, weil auch diese Spuren vom Angeklagten können zu anderer Zeit entstanden sein. Aber er hat keinen Kontakt gehabt im Grunde, außer einen Blickkontakt. Das ist doch weit weniger emotional aufgeladen gewesen als beim Angeklagten. Aber viel wichtiger und für uns entscheidend, wäre der Herr Wallner der Täter gewesen, wie wäre denn dann die Frau Jegen an dieses Stoffstück gekommen?
Das hat der Angeklagte mit ins Zimmer gebracht. Und der hatte ja auch das viel aktuellere, intensivere Motiv. Sie hat ihm an dem Abend ihre Schwangerschaft gebeichtet. Und er wollte seine Ehe und seine Stellung retten und hat gesagt, mach das Kind weg. Und als sie sich geweigert hat, hat er sich entschieden, das Kind wegzumachen. Er hat nicht nach Erbrochenem gerochen. Und damit ist auch sein Alibi letzten Endes geplatzt. Wir sind überzeugt, Sie sind der Täter. Und jetzt bin ich Ihnen noch das dritte Symbol von Justitia schuldig, das Schwert. Das Schwert symbolisiert, dass Justitia mit der nötigen Härte urteilt. Und 11 Jahre erscheinen uns hier absolut tat- und schuldangemessen, aber auch erforderlich. Unterm Antrag des Staatsanwalts sind wir nur deswegen geblieben, weil zum Glück nicht allzu viel passiert ist. Ihrem Kind ist gar nichts passiert. Und eine Speiche ist jetzt nicht so dramatisch, die Sie sich da gebrochen haben. So, so kommen wir zu den 11 Jahren gegen das Urteil, können aber beide Seiten noch innerhalb einer Woche Revision einlegen. Ja, Justitia verschließt aber auch nicht die Augen vor kleinen Verfehlungen, Frau Jägen und so, wenn Sie natürlich ein Strafverfahren wegen Falschaussage hier noch zu erwarten haben. Und Frau Zaske, das Wichtigste sind aber doch Sie, beziehungsweise in dem Fall muss ich sagen, auch Ihr Kind. Sind wir froh, dass dem nichts passiert ist. Wir wünschen Ihnen von Herzen, dass Sie das gesund zur Welt bringen. Das hat ja nun schon einiges erlebt. Es hat erlebt, wie schnell man auf so einer Treppe ganz nach unten kommt und wie schnell es bergab geht. Wir wünschen Ihnen von Herzen, dass ab dem Moment der Geburt Ihr Kind nur noch erlebt, dass es Stufe für Stufe nach oben geht. Es muss ja nicht gleich in einem Schloss enden. Für heute ist die Hauptverhandlung geschlossen. Romy Jägen wurde wegen uneidlicher Falschaussage zu einer Bewährungsstrafe von 6 Monaten verurteilt.